Wenn dieses Video hier 7500 Likes erreicht, werde ich mir 20 von den neuen Pets kaufen, Leute. 20 von den neuen Pets. Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Adopt Me. And Adopt Me, Admin, gave you a chick. Okay. Elternteil nehmen wir jetzt auch, Leute. Ich habe anscheinend gerade einen Chick bekommen, was auch immer ein Chick sein soll, Leute. Ist das Chick dieses... Das ist doch... Habe ich jetzt zwei... Ich habe zwei davon. Erstmal, hi! Danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du nicht geliked hast, drück doch gerne auf den Daumen nach oben. Und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox Adopt Me Videos mehr von mir zu verpassen. Ja, Leute, das Easter-Event ist draußen. Das Easter-Update ist da. Und hier sehen wir auch direkt, ich habe irgendwie einen Chick bekommen von dem Roblox. Und ich habe es doch schon, aber hier haben wir es anscheinend nochmal. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Und ja, Leute, wir haben auch schon das neue Pet. Ihr habt es gerade auch schon kurz gesehen. Wir reden darüber in diesem Video. Wir reden darüber, wie man die neue Accessoire bekommt. Ich zeige euch die neuen Pets, Pet-Accessoire, wie ich gerade schon gesagt habe, und die neuen Hauseinrichtungen und natürlich noch das neue Pet. Aber erstmal, Leute, weiter geht's nach dem Intro. Wir haben ja hier gerade schon das neue Pet gesehen. Das Chick ist es auf jeden Fall nicht. Das gab es ja letztes Jahr an Ostern. Dieses Mal ist es das Lamm, Leute. Das Lamm. Hier haben wir eins in Ride. Hier haben wir eins in Fly. Und Leute, wenn wir jetzt hier mal auf Easter drauf drücken, können wir uns auch schon dorthin teleportieren, wo das Ganze abfindet. Stattfindet, Leute. Boom. Hier haben wir es, wo irgendwie jedes Event ist. Hier, Leute, hier ist Eibert. Eibert, was geht? Reden wir mal mit Eibert, Leute. Reden wir mal mit Eibert. It's good to be back out here. Okay. Er sagt, dass er in seiner Schale nicht für ein Jahr länger bleiben könnte. Und deshalb sagt er, yo, wir sind hier. Und Leute, jeden Tag, wenn es Tag wird, kommt etwas Spezielles. Das werden wir gleich noch sehen, Leute. Aber davor gucken wir uns hier mal hier die neuen Pet-Accessoires an. Das hier, Leute. Das hier. Das hier habe ich mir tatsächlich schon gekauft, Leute. Hier haben wir noch das neue Pet. Es ist ultra rare, Leute. Kostet 250 Robux. Falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst, gerne mit meinem Starcode Jojo. Einfach J-O-J-O. Und du unterstützt mich komplett kostenlos. Machen nicht alle von euch. Wäre aber cool, wenn ihr es alle macht. Also, danke auf jeden Fall. Leute, Informationen über das Lamm ist, das Lamm wird verschwinden, wenn dieser Timer hier vorbei ist. Für euch ist es ja wahrscheinlich anders, Leute. Aber guckt einfach drauf. Wenn der Timer hier vorbei ist, wird das Lamm für immer aus dem Spiel verschwinden. Man kann es nie wieder kaufen. Man kann es dann nur noch traden. Die hier werden auch verschwinden, Leute. Ich glaube, die Hauseinrichtungen nicht, aber das Lamm auf jeden Fall. Und die hier gehe ich auch stark von aus, Leute. Das Lamm, aber zu 100%, kostet 52 Robux, ist ultra rare, Leute. Ich habe sie auch zweimal, hole ich erstmal das Fly-Lamm raus, Leute. Boom, so hier haben wir das Fly-Lamm und es kann ja fliegen hier, sieht man ja, Leute, man sieht ja, dass es fliegen kann, auf jeden Fall mega cool, Leute, ich habe ihm eine Fly-Potion gegeben, dann haben wir noch das Ride-Lamm und er hat auch diese Brille da auf, Leute, der hat auf jeden Fall Swag, Leute, der hat auf jeden Fall Swag, er hat auch Durst, geben wir ihm doch direkt mal hier ein Wasser zu trinken, Leute, geben wir ihm doch direkt mal hier Wasser zu trinken und er muss auch gleich schlafen gehen, dann werden wir doch direkt mal auch schlafen gehen mit unserem Lamm, gehen wir mal drauf, reiten wir und bum, 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 es hüpft auf jeden Fall ziemlich lustig rum, Leute, und es ist gut, dass es gerade Nacht geworden ist, weil wenn es gleich Tag wird, Leute, kann ich euch direkt das Event quasi zeigen, das, wie man hier diese Ostereier bekommt. Hier seht ihr, Leute, ich habe gerade 140 Ostereier. Wie bekommt man dies, die Frage? Das haben sich viele gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe ein bisschen recherchiert natürlich. Wobei, was heißt recherchiert, Leute? Ich habe gestreamt und dort haben wir es herausgefunden. Und zwar jeden Adopt-Me-Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn es Tag wird, quasi jedes Mal, wenn die Duschaufgabe kommt, wenn man das so sagen kann, startet das Easter Egg, Leute, das Easter Hunt, das Egg Hunt Event. Und da kann man 30 Eier suchen. Komplett auf der Doppelmap verteilt. Die sind immer auf demselben Spot. Ich habe bis jetzt nur, ich glaube, 28 gefunden. Ich habe bis jetzt noch nicht alle 30 gefunden. Aber das ist auch gar nicht mal so wichtig, Leute. Man muss nämlich nicht alle 30 finden. Wie gesagt, jeden Adopt Me Tag kommt das Event quasi neu und wieder neu mit 30 Pets. Nicht Pets, Leute, mit 30 Eggs. Das heißt, wenn du jedes Event quasi nur so 20 einsammelst oder sowas, ist es easy. Du kannst auf jeden Fall richtig schnell deine Eggs verdienen und dir damit halt diese Accessoire kaufen. Leider ist das Lamm nicht für diese Eggs, aber die Accessoires hier, Leute, die sind alle für die Eggs hier. Das kostet 100, das hier kostet 600, wow. Das hier kostet 250, das hier kostet 400 und das hier kostet 250. Das ist auf jeden Fall das teuerste, Leute. Hier ist nochmal genau dieselben. Und Leute, gleich, wenn es auch Tag wird, können wir direkt mal dieses Easter Egg Hunt Event quasi mal spielen. Davor gehe ich jetzt aber in mein Haus, Leute, weil ich zeige euch jetzt mal die neuen Möbel, die dazugekommen sind. Gehen wir mal auf mein Lamm, Leute. Reiten wir mal jetzt dorthin. Boom, boom, boom. Es sieht auf jeden Fall lustig aus, wie das hier so rumspringt. Okay, Leute, ab in mein Haus.
Stop Right machen wir jetzt mal. Und jetzt gehen wir hier, Leute, und jetzt placen wir die ganzen neuen Artikel, Leute, die ganzen neuen Möbel. Gehen wir auf New. Zack, hier haben wir erstmal den Kühlschrank. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, Leute. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus. Ich werde mal ganz kurz mein Pad anequippen. Dann steht das nicht so im Weg rum, Leute. Dann steht das nicht so im Weg rum. Hier haben wir einen Kühlschrank. Ja, gut, können wir jetzt nichts mitmachen. Aber finde ich trotzdem ganz cool, Leute. Hier haben wir eine Food Bowl, eine Cracked Egg Food Bowl. Dann natürlich noch eine Water Bowl, Leute. Also da können die Pets rausdringen. Ihr kennt es ja, Leute. Ihr kennt es ja. Dann haben wir ein Bett. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, Leute. Ein Babybett für Pets und halt für Babys. Finde ich, sieht auch ganz cool aus eigentlich. Sieht so ein bisschen springmäßig angelehnt, Leute. Dann haben wir eine Egg Shower. Sieht auch richtig witzig aus, Leute. Hier können wir uns dann rein. Und das ist ja eine Dusche, Leute. Wie der Name auch schon sagt. Hier oben sitzt so eine Ente drauf, Leute. Finde ich auch ganz witzig. Und hier haben wir das Bunnybett. Das finde ich mega, mega nice, Leute. Das Eck, nicht das Eck, Leute. Das Bett hier werde ich mir auch auf jeden Fall in mein Haus reinstellen. Und dann haben wir nochmal das hier, Leute. Dann haben wir nochmal das hier. Das ist ein Petbett. Also hier können dann Pets drin schlafen. Sieht auch cool aus, Leute. Sieht auch cool aus. Ich verkaufe jetzt aber nochmal alles. Ich habe es euch aber gezeigt, Leute. Das sind auf jeden Fall die neuen Sachen. Vielleicht kann ich damit ja mal einen Raum einrichten, falls ihr das sehen wollt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Ja, Leute, wenn es gleich auch schon Tag wird, werden wir gleich feststellen, Leute. Habe ich eigentlich beim Chick, glaube ich, noch nie. Leute, ich habe jetzt einfach zwei Chicks. Ich bin einer der einzigen in der ganzen Welt, die einfach zwei Chicks haben, Leute. Oh, Leute, Egg Hunt starts now. There are eggs hidden all over the island. Happy hunting. Okay, Leute, jetzt ist es Tag geworden und jetzt sind 30 Eggs verteilt auf der ganzen Map. Dort hinten sehen wir schon eins, Leute. Kann ich dem eigentlich eine Fly Potion geben? Ich probiere das Ganze jetzt einfach mal aus, Leute. Hier, Chick. Und ja, tatsächlich, ich kann mir eine Fly Potion geben, Leute. Und Leute, übrigens, wenn dieses Video hier 7500 Likes erreicht, werde ich mir 20 von den neuen Pets kaufen, Leute. 20 von den neuen Pets, das sind 5000 Robux. Ist jetzt nicht so krass viel wie bei den legendären Pets, aber das macht ja auch irgendwie Sinn, Leute. Jetzt haben wir hier einen Fly Chick. Leider hat es keine Es sieht irgendwie komisch aus. Hier sind so quasi Flügel und dann hat es hier nochmal so Flügel. Aber Leute, immer besser als gar kein Fly. So, Leute. Ein Eck und ihr seht, pro eingesammeltes Eck kriegen wir immer 10 Stück dafür, dazu. Wenn es eins wäre, wäre es echt ein bisschen wenig gewesen. Aber 10 Stück geht meiner Meinung nach vollkommen fit. Hier seht ihr auch, wo die ganzen Ecks sind, Leute. Hier sind auf jeden Fall einige Ecks. Und ich glaube tatsächlich, dass die manchmal sogar auf anderen Positionen sind. Jedenfalls, Leute, die sind jetzt nicht so schwer zu übersehen. Die kann man auf jeden Fall ziemlich gut sehen, Leute. Die findet man auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht bei jedem Mal 30 einsammeln. Es reicht auch aus, wenn ihr nur 10 oder 20 aussammelt. Ihr könnt auch gar keine einsammeln, Leute. Müsst ihr halt wissen, was für Accessoire ihr haben wollt. Hier ist noch eins. Nice. Und Leute, da hinten sehe ich auch noch eins. Hier sehe ich auch noch eins. Boom. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Und hier haben wir sicherlich... Ah, hier oben ist auch noch eins. Zack. Nice. Cool, Leute. Und ja, es gibt tatsächlich mehr als 30 Positionen. Das heißt, alle Positionen, die ich hier habe, heißt nicht direkt, dass sie bei euch so sind. Aber es kann sein, dass sie bei euch genauso sind, Leute. So, hier ist noch eins und boom und da oben ist auch, oh, hier unten ist noch eins, Leute. Oh Gott, hier sind echt mega, mega viele. Nice, Leute, zack, hier ist noch eins, da sehe ich auch noch eins, Leute. Auf jeden Fall seht ihr, meine Eggs gehen auf jeden Fall straight nach oben, Leute, die gehen ziemlich stark nach oben, finde ich mega, mega nice, weil, ja, gut, mehr Eggs sind natürlich mehr Accessory, Leute. Hier unten haben wir auch noch ein Egg, das haben wir auch noch ein, Leute, gehen wir mit dem Chick hier nach oben, Leute, gehen wir mit dem Chick nach oben, boom, Leute, das Chick passt ja auch zu Ostern, Leute. Wobei, lasst uns mal wieder das Lamp rausnehmen oder die Lamp oder das Lamm, Leute, boom, Fly natürlich, weil Fly ist natürlich on the fly, on the rye, Leute. Boom, Fly und nice. So, da hinten sehe ich noch ein Eck. Da hinten sehe ich noch ein Eck und noch ein Eck. Eieieiei. 12 Max müssen wir noch finden, Leute. Finde ich richtig cool. Wir haben ja schon fast alles gefunden, Leute. Wir haben ja richtigen Speedrun hier gemacht. Da oben auf der Brücke sehe ich auch noch eins, Leute. Hier sehe ich auch noch eins. Beim Campen sind garantiert auch noch welche. Oder vielleicht eins oder so. Lass uns mal dorthin gehen, Leute. Aber davor sammeln wir noch das hier ein, Leute. Da sehe ich nämlich auch noch eins. Sammeln wir das ein. Und jetzt gehen wir weiter zum Campen. Jetzt gehen wir weiter zum Campen und ich bin mir sicher, dass dort auch noch ein sein wird. Und dann lasst uns doch mal ein Accessoire kaufen und dann würde ich sagen, habe ich euch das Update gezeigt. Wie gesagt, wenn das Video hier 7500 Likes erreicht, werde ich mir für 5000 Robux 20 von diesen Lamps hier kaufen, Leute. Und das natürlich dann versuchen, Mega Neon und Neon zu machen. Für euch natürlich. Wie gefällt euch das Lamm, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare von einer Punktzahl von 1 bis 10. Wie cool findest du dieses Lamm hier? Ich würde sagen 7,5, Leute. Ich gebe 7,5 Punkte von einer Skala von 1 bis 10, weil 1 das schlechteste und 10. Das Beste ist, gebe ich 7,5. Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Leute, dort oben ist übrigens auch noch ein Eck. Also zumindest war es das beim letzten Mal. Gehen wir mal nach oben und gucken mal, ob wir dort ein Eck auffinden werden.
Aha, Leute, ich sehe es auf jeden Fall. Ich sehe es auf jeden Fall. Und, boom. Nice, wir haben es. 7 weitere Leute. Wie gesagt, man muss nicht alle finden. Gehen wir jetzt einfach mal zum Event hier. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir uns hier mal wieder was Cooles kaufen. Na, ich lasse das Lamm mal draußen. So, Leute, die Krone kann ich mir noch nicht kaufen. Ist das überhaupt eine Krone? Nee, das ist ein Tiara. Keine Ahnung, was das sein soll, Leute. Aber ich kann mir das Ding hier kaufen, Leute. Boom, gekauft. Und jetzt hier, let's go. Hier, Lamm. Sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Na, Leute, da würde ich sagen, war's mit dem Video. Falls euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutzt doch gerne Starcode Jojo, falls ihr den Robux oder Roblox-Brille kaufst. Schaut doch gerne in die Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und auch meinen Discord-Server. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Oh, 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 nice. Leute!